Und trotzdem, heute ist ein großer Tag für Darmstadt, denn da gibt es ab heute Weihnachtszauber. Heute eröffnet dort nämlich wieder der Weihnachtsmarkt und es ist einer der ersten in Hessen. Tja, ist die Frage, ne? Ob das im Moment bei den quasi explodierenden Infektionszahlen wirklich so richtig ist. Darüber lässt sich natürlich streiten. Man hat sich aber natürlich eine ganze Menge einfallen lassen, damit sich die Besucherinnen und Besucher da auch sicher fühlen. Cora Elele sieht sich das in diesem Moment jetzt mal für uns an. Cora, was hat man sich denn da ausgedacht und wie fühlt sich das so an für dich? Ja, Susan, es fühlt sich definitiv anders an als sonst. Ich als Darmstädter kenne den Weihnachtsmarkt hier noch so. Ein Platz, viele Buden, enge Gässchen, dicht an dicht, viele Menschen. Das ist dieses Jahr komplett anders. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich in Darmstadt über mehrere Plätze, hauptsächlich über den Marktplatz und hier über den Friedensplatz, an dem wir stehen. Und hier hinter mir, man sieht es schon, die Gasse ist deutlich breiter, die Buden stehen weiter auseinander. Hintergrund ist klar, dicht an dicht soll verhindert werden. Es fühlt sich definitiv anders an. Bei mir ist es auch Annette Albers aus Darmstadt. Annette, Weihnachtsmarkt mal anders. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich wunderbar an. Ich habe mich gerade mit einem Freund getroffen am Weißen Turm, was so der ganz klassische Treffpunkt ist, und habe erstmal die Buden gesucht, habe gesagt, wo ist der Glühwein? Und habe jetzt gemerkt, dass auf dem Friedensplatz viel ist, aber auf dem Marktplatz auch. Und das ist total schön, ganz entspannt und man kann wunderbar Glühwein trinken. Ja, ich bin vorhin auch so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt geschlendert. Das mit dem Abstand funktioniert überwiegend ganz gut, aber es gibt natürlich immer wieder mal im wahrsten Sinne des Wortes Engpässe, wo die anderthalb Meter nicht eingehalten werden können. Die Budenbesitzer sind angehalten, wenn sich Gedränge bildet vor den ganzen Hütten, darauf hinzuweisen, Abstand halten, Maske aufzuziehen. Annette, wie empfindest du hier das Corona-Konzept, das Sicherheitskonzept? Also ich finde es wunderbar. Ich finde, die Leute sind sehr rücksichtsvoll. Die halten wirklich Abstand, sowohl beim Anstehen, beim Glühwein holen, als auch bei den Ständen, wo man jetzt was sich hinstellen kann und was trinken kann. Und ich finde, das funktioniert wunderbar. Ja. Weihnachtsmärkte 2021 definitiv anders. Die Stadt Darmstadt hat schon angekündigt, aktuell das erstmal so beizubehalten mit dem Konzept, behält natürlich die Corona-Lage im Auge. Sollte sich die Situation verschärfen, werden auch hier natürlich mit Maßnahmen reagiert werden. Wie diese Maßnahmen aussehen, das kann die Stadt aktuell noch nicht sagen.